Hallihallo, hallöle Leute. Ich habe mal was Kleines gefunden, und zwar kann man hier nämlich auf Deutsch stellen. Und was habt ihr hier zu suchen? Hilft uns. Würde ich sagen. Auf jeden Fall, jetzt muss ich nichts übersetzen, jetzt könnt ihr das alles selber übersetzen. Und ich habe dann auch ein bisschen mehr Ahnung, was hier los ist, ne? Bezwinger. Was habt ihr hier zu suchen? Zum Vater verehrten Toten ist geschlossen auf Befehl des ätherianischen Großregenten. Angelloch. Hä? Ihr habt nichts gefangen. Ja, muss ich jetzt nicht verstehen. Wie gesagt, das Spiel ist neu. Wir schauen einfach mal. Also für mich neu. Fähigkeiten Neuverteilung. Kennen wir uns? Okay, ich verstehe. Ich kann das direkt neu verteilen. Reichweite vergrößert, Brandschaden erhöht, Magmasperre prallen ab. Mache ich dann Feuer oder? Ich weiß noch nicht. Vielleicht? Einhüllende Aura, ein Flammenwirbel umhüllt euch und versenkt Feinde im Umkreis von 3 Metern. Naja. Ihr schafft eine Kugel aus konzentrierter Hitze, die plötzlich explodiert und alles in 4 Metern Umkreis versenkt. Brennende Säule, ihr schafft 4 riesige Flammensäulen, die Gegner in der Nähe verfolgen und entzünden. Okay, das hört sich nicht schlecht an. Was ist das hier? Und sie anzündet. Magma erstellt keine Aufladung. Feuerbomben. Ich schleudere 3 Flammenbündel, die den Boden 3 Sekunden lang entzünden und manche Feinde in Panik herumstolpern lassen, während er verbrennt. Feuerbomben erzeugen keine Aufladung. Ich guck nochmal. Ich glaube hier... Das können wir hier auch entfernen lassen, so wie es aussieht. Und Skillpunkte gibt es auch noch ein bisschen genug. Aufladungsverfallrate, Aufladungsrate um 4% erhöht. Dann würde ich sagen, nehmen wir die mit, oder? Das ist ja diese Aufladungsrate hier. Glutsteinmagier Aufladungsanzeige. Ist das ein Name? Wo sollen wir denn jetzt hin? Da oben die Karte. Hier sind Verkäufer. Glutstein-Vorarbeiter. Bringt euch nach Ferifesh. Okay. Grüße. Was ist Ferifesh? Ich habe keine Ahnung. So, erstmal das, was wir verkaufen wollen. 30, 136. Dann haben wir noch einen Stab. Den Stab würde ich aber gern behalten. Die Hose können wir auch gebrauchen. Den Helm, der Helm ist auch nicht ganz, ist auch nicht schlecht. Okay, verkaufen wir das mal. Alles verkaufen. Geht das nicht? Hä? Oder müssen die hier unten rein? So? Ah, unten rein und verkaufen. Was ist das hier? Verbrauchsgüter. Identifikationsrolle und ein Town Portal. Okay, sehr schön. Warum habe ich das Gold jetzt nicht bekommen? Habe ich was falsch gemacht? Oder hat der Wolf das hier? Hä? Einkaufsliste. Begleiter Zauberspruch. Muss der nicht Gold haben eigentlich, wenn ich... Sollte doch eigentlich, oder habe ich da jetzt was falsch gemacht? Ich habe was verkauft. Oder hat der das jetzt, das Gold, eingesagt? Willkommen! Hä? Alle Gegenstände im Inventar eures Begleiters verkaufen. Da müsste der Wolf doch jetzt das Zeug eigentlich haben. Warte mal. Inventar war das jetzt nicht. Charakter? Nee, was mache ich denn hier? Warte mal, Charakter. Ah, so. Ach so, da oben. Okay. Oder hier an der linken Seite, ja. Begleiter. Einkaufsliste. Bomb Dynamit, okay. Big Health Potion. Big Mana Potion.
Giant, bla bla bla. Kennen wir alles? Das sagt mir auch alles was. Einkaufsliste. Aber wie sag ich denn? Eine Einheit hinzufügen. Aha. So, wenn ich sage, der soll das jetzt machen. Hier soll er mir helfen. Soll er das hier suchen. Aber wie holt er sich die jetzt? Wie kann ich helfen? Ich guck nochmal. Irgendwie müssen wir da reinkommen. Hier haben wir ein Lager. Okay. Und hier ist ein gemeinsames Lager. Das heißt, wenn man hier mit Leuten zusammenspielt, so wie es aussieht. Braucht ihr etwas? Na, kauft der Wolf jetzt was oder? Kauf 60 Gold kosten so ein Teil. Ui. Dann nehme ich das aus der Verkaufsliste mal vom Begleiter mal hier raus. Die ist auch wieder weg. Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich bin echt überfragt. Und irgendwo habe ich. Habe ich die Map jetzt weggemacht? Oder? Ach, jetzt ist sie wieder da. Okay, wir sollen nach da oben. Das heißt, hier rüber und dann hier hoch. L3. Danke für die Warnung, aber sie kommt zu spät. Dieser Alchemist war bereits hier und ist wieder fort. Und ich konnte ihn mit Mühe und Not davon abhalten, in die Enklave einzudringen. Trotzdem wurden dabei viele Isterianer verwundet. Und inzwischen sind ein paar weitere krank geworden. Wir wissen nicht genau, was die Krankheit verursacht. Nach seinem missglückten Angriff hier zog der Alchemist weiter nach Süden, in die Tempelsteppe. Kurze Zeit später trafen Kommandeurin Vale und ihre Truppen ein und verfolgten ihn in der Hoffnung, weiteren Schaden abzuwenden. Okay, dafür werden wir mit 1400 XP-Punkten und 280 Gold belohnt. Das ist ja auch wieder 6 Mana. Ich nehme den erstmal vorsichtshalber. Kommandeurin Vale glaubt, der Alchemist könnte den Urquelltempel angreifen, um dort an die Wächterin des Wassers heranzukommen. Was er Niederträchtiges mit ihr vorhat, kann ich nur vermuten. Weder von Vale noch von der Wächterin habe ich etwas gehört. Seht euch im Urquelltempel um und findet heraus, ob die Wächterin des Wassers in Gefahr ist. Dann werden wir das auch tun. Jetzt sollen wir doch zum Tempel gehen und dann mal gucken, ob die Frau in Gefahr ist. Ach, andersrum. Hier runter. Wegpunkt. Was ist das hier? Deringkuyu Leveling. Keine Ahnung. Was heißt das? Gehe ich erstmal nicht rein. Gut, dass ihr es geschafft habt. Falls ihr auf dem Weg zur Tempelsteppe seid, könnte ich euch eure Hilfe gebrauchen. Die Sturmbeorn? Haben dort eine provisorische Schmiede eingerichtet und zwei Schmiedestellen Rüstung für wilde Kriegsbestien her, die sie gefangen haben. Wie es scheint, arbeiten diese Sturmbeorn nach Plänen, die fest unter Verschluss gehalten werden. Meint ihr, er käme dort hinein und könnte die Rüstungszeichnungen, heißt das, bitte, besorgen? Seltene Schulterteile, Hose. Machen wir doch. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Ah, hier ist einer der Mods. Synergies. Table Mountain Portal. Kostet 2 Gold. Alle Fähigkeitspunkte zurückerstatten. 2400. Okay. Ist aber noch ein bisschen teuer und bringt uns nichts. Das heißt, wir müssen jetzt hier in die Wildnis. Zur Enklave, da könnten wir wieder zurück. Jetzt sind wir hier. Hier ist auch echt alles verlassen, als wenn hier irgendwie ein Krieg getobt hätte. Vielleicht ist das ja auch so gewesen. Ich weiß das ja nicht. Und da kommen die ganzen Skeletor-Viecher hier. Bam, bam. Bam, bam. So, komm mal her hier. Ekliger Knatscher. Elite Tom Fiend. Ich muss aber auch sagen, dass ich hier
bezüglich der Mods nochmal was sagen möchte. Und zwar, dass hier einfach Mods so drauf sind, die einfach nur die Map einfach erweitert oder weitere Variationen einstellen. Oder sowas wie gerade, dass man fürs Endgame noch ein bisschen Bot hat. Habe ich mir gedacht, ist schon ganz nett. Und zerstört das ganze Spiel auch nicht, so wie ich das gelesen habe. Soll also eigentlich eine gute Mischung sein. So, komm. Ich will aufladen. Ich will durchdrehen. Komm, die nächsten Viecher. Komm doch her, ihr Schweine. Ich mache euch alle tot hier. Das Feuer brutzelt erstmal schön hier rum. So, jetzt ist natürlich auch ausgelaufen. Dafür benutzen wir mal kurz übergangsweise die Knarre. Um die alles... erstmal hier alles wegzuschroten. Oh. Das war keine gute Idee, irgendwie da am Lichtgrab rumzufummeln. So, aber ist einfach, alles einfach zu verstehen, muss ich sagen. Also, hätte ich mir schwerer vorgestellt. Ach, deswegen, der blockt jeden Schuss von mir. Stoffhose. Ist das so eine Legendary Stoffhose oder? So, erstmal schön raufknallen, immer schön ins Gesicht schießen. Und hier sind ja auch noch richtig viele Viecher übrig. Wenn die jetzt mal alle hier sterben, dann kriegen wir erstmal schöne Loot. Ne? Erstmal schönen dicken Loot hier. Wandererstab, der brennt. Und direkt schon Stufe 4, geile Sache. Skelettkrieger. Skelettkrieger, überall diese Skelettkrieger. Und auch Bogenschützen vertreten. Das erinnert mich sehr, sehr an die Feld der Steine. Falls das hier aus dem Mod aus Diablo noch kennt. So, Spezialisierung ist eingetreten. Ah, da oben. Asterianer, die verderbte Gruft. Das sieht man nach einer Quest aus. Sowas wie eine Höhle des Bösen. Ich komme da nicht nach oben. Schade. Aber das Gold, das da noch liegt, das muss ich mir einsacken. Da müssen wir... So viel Zeit muss sein. Komm näher. Komm, Stück für Stück noch. Ah, kommen wir nicht ran. Dann muss der da eben... Muss der da eben für herhalten. Steht auf, wenn du ein Skelett bist. Passt nicht, aber... Da! Bam! Also das macht auf jeden Fall echt geil. Es ist echt geil. Wie gesagt, unten in der Beschreibung könnt ihr... Oder seht ihr verschiedene Sachen... Also einmal die Hauptseite, Runic Games selber und einmal natürlich das Spiel selber zum Kaufen. Wie gesagt, wenn ihr es kaufen wollt, dann würde ich es euch jetzt empfehlen. Der Steam Sale ist gerade ziemlich in Rage und hält noch bis zum 22. Juni. Also ran, 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 wenn ihr es haben wollt. Ich brauche eure Hilfe. Die Schriftrolle des Anom Irek. Ihr müsst der Mensch sein, von dem die Eterianer so viel erzählen. Ich bin froh, dass ich euch treffe. Großregent Eldrain hat mich hergeschickt, um die Schriftrolle des Anom Irek aus einer Schatzkammer des verderbten Gruft zu beschaffen. Leider sind Sturmbären in der Gruft und ich komme nicht an ihnen vorbei. Würdet ihr versuchen, die Schriftrolle zu holen? Ich warte hier auf dem Pfad der verehrten Toten auf euch. Wenn ihr es schafft, will ich sehen, ob sich für jemanden so heldenhaftes wie euch nicht passendere Ausrüstung findet. Okay, hier kriegen wir wieder eine Rüstung, eine Brust... Und Eispanzer, kühle Marke. Ah, die können wir von unserem Begleiter rausholen. Das würde ich sagen. Unser Begleiter muss auch ein bisschen was kriegen. 10 Attributpunkte sehe ich gerade, haben wir noch nicht verteilt. Das war C, genau. Rüstung. So ein bisschen mehr Rüstung sollten wir haben. Und... Magieschaden und Rüstung, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie das hier mit der Stärke ist.
Das war ja früher so, dass du wirklich Stärke gebraucht hast, um die Rüstung zu tragen. Hier sind Zombies. Uiuiui, was ist das denn hier? Was ist denn hier los? Das ist doch mal Hack and Slay hier. Weg mit euch. Boah, ist das geil. Das ist echt geil. Also, das macht richtig Spaß. Ganz ehrlich, lang nicht so viel Spaß gehabt. Du merkst vielleicht ein bisschen. Komm her, komm her. Boah, guckt euch das mal an. Hier wird ja alles weggerasert hier. Alles weg vom Feinsten. Lass mal durchrennen, das Gold einsacken. Wo sind hier nur Hero? Hier sind ja nur solche Elite-Viecher. Aber das ist hier wirklich so eine normale Map, oder? Erstmal, ich muss das ganze Zeug mal kurz ausblenden. So. 195 Ruhm. Hier geht ja die Sau ab. So. Komm. Die geben ordentlich EP. Also. Hier ist das schon geil. Oder war das hier so ein Minion-Vieh? Also wo dann tausend solche Minions hier zusammenstehen und dann hier angreifen. Das kann natürlich gut sein. Und deswegen hier so viel Loot. Die ganzen Bogenschützen hier rumstehen, die müssen alle weg hier. Die müssen alle kaputt gemacht werden. Schöne Kopfschießen. Ist das nicht verkehrt? Und da kommen schon wieder diese Hero-Zombies. Ich weiß natürlich nicht, wie das hier aussieht, aber ich denke mal... Doch, ich kann da teilweise ein bisschen stehen bleiben. Ich glaube, die werden nachher noch härter. Also so einfach können die hier nicht bleiben. So. Stufe 5. Eine Kralle... Ich sammle dann einfach mal alles auf. Wie gesagt, ich kann nicht abschätzen, was gut ist, was schlecht ist. Ich sammle dann einfach alles ein. So, hier. Wie so ein Ninja. Aber Health Potions gibt es hier genug. Also sterben werden wir hier nicht. Nee, sterben werden wir auf keinen Fall hier. Und da unten leuchtet so eine Truhe. Und hier, rückstoßen. Rückstoßen. Effektivität von Tränken. In Waffen mit leeren Sockel, um in den Genuss der Fähigkeiten zu kommen. Das heißt, da muss unbedingt ein Sockel drin sein, um die zu benutzen. Alles klar. Aber das bockt jetzt schon mehr als... Also es bockt jetzt schon auf jeden Fall mehr als Diablo 3. Muss ich ehrlich sagen. Mehr HP. Mehr HP angerechnet, aber noch nicht irgendwie umgesetzt. Oder ist das, weil ich noch im Kampf bin? Dann will ich kurz mal gucken. Gefundene Goldmenge. Machen wir mal. Stab, Stab. Dann kriegt das Pet nochmal alles. Wir haben ja hier noch Eispanzer. Den Gürtel nehmen wir dann auf jeden Fall. Also der ist auf jeden Fall echt geil. Den kann man gut gebrauchen. Skull, einzigartig sockelbar. Rüstung. Oh Gott, was ist das denn? Was ist das denn für ein Vieh? Untoter Champion, widersteht Gift. Es einfrieren, wenn er uns trifft. Ja, dann lass uns lieber nicht treffen. Mana Potion, Kolonistengürtel und Mana Potion. Nieten. Das ist ein Schild, ein Set-Gegenstand. Ja, den würde ich auch gerne noch behalten. Muss vor der Benutzung identifiziert werden. Machen wir doch mal. So, und hier ist die Klaue. Einzigartig, zwei Fingerkralle. Bei den Stämmen der Valgant ist man kein Krieger, sondern man kein zweizähiges Bergfaultier getötet hat. Erhöhtes Zaubertempo. Würde ich dann schon... Würde ich annehmen. Höhere Chance auf Exekutieren. Also wäre ich schon für, dass wir das nehmen. Mehr Mana, mehr Ability.
Nee, ist auch nicht. Wir können unserem Vieh hier noch ein bisschen was geben, unserem kleinen Wolf. Einen Ring, Eispanzer. Nehmen wir den noch mit. Warum nicht? 160 Gesundheit. So. Hier kann ich... Habe ich irgendwo einen Sockelplatz noch? Hier ist ein leerer Sockel. Das heißt, wir sollten immer sockeln, was Rüstung erhöht. Dann machen wir so hier. Mehr Effekten von Tränken. Sockel leer. Oh, haha, ist das ein Brüller-Gag. Und das hier, Rückstoßresistenz, höhere Chance auf Exekutieren. Ich habe ja keine... Ich kann meine Waffe ja nicht sockeln. Und das hier, gefundene Goldmenge. Hier haben wir auf Stärke und Fokus einen Bonus. Ne, brauchen wir nicht. 8% mehr Ruhm, 25% Schaden von Begleitern und Dienern erhöht. Ah, ich weiß nicht. Attribute, Rüstung, 5 Mana Wiederherstellung pro Sekunde. Da haben wir 103, 2% erhöhtes Zaubertempo. Hm. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich sockel mal hier. Nochmal den gesockelt und dann sockeln wir den. So. Dass wir einfach mal ein bisschen was haben. 50 Gesundheit, 4 auf Eis. Nein, den Stab, 6% Mana, 6 zu Mana. Nehmen wir den doch. Warum nicht? Schneller Angriff. Schaden auf Gift, nee. Das heißt, wir haben noch den Schild übrig. Den Schild könnte man sockeln. Ja, sockeln wir mal mit dem hier. Stufe 8 oder 23 Stärke. Ravenscale Kolonistenhose. Mana. Erhöht gefundene Goldmenge und das Zaubertempo. Aber weniger HP. Hm. Ich nehme die einfach mal. Wenn so unser Zaubertempo dadurch erhöht wird, machen wir im Endeffekt noch mehr Schaden. 5 Punkte zu verteilen. Aha. Erhöht die Chance, erfolgreich mit 2 ähnlichen Waffen gleichzeitig zuzuschlagen. Das heißt, wir brauchen das ja eher nicht. Erhöht den Waffen- und fertigkeitsverursachten Magieschaden. Und da die hier rein. Und da 3. Machen wir es erstmal so. Und jetzt geht's auch weiter, Leute. Nach ein bisschen provisorischem Angucken komme ich so langsam hier ins Spiel rein. Spell Summon Zombies? War doch klar, dass hier irgendwas passiert. Bam! Truhe. Irgendwas war hier doch runtergefallen, oder? Dieser Spell, diesen Zauber. Oder ist der woanders? Warte mal. Verbrauchsgüter, Zauberspruch. Beschwört einen Rudel selbstmörderischer Zombies, die eure Gegner vergiften. Spellcaster. Kann ich den reinziehen? Ah. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Und man kommt da ganz schnell rein. So. Ah, hier haben wir so ein Elite wieder. Kommen meine Zombies dann auch, oder? Oder sind die schon tot? Ich glaube, die sind schon tot, oder? So, Stoffstiefel und wir haben auch wieder schön Loot hier gekriegt. Geile Sache. Stiefel. Attribute, 8 zu Mana. Kann ich den Sockel dann da wieder rausnehmen? Oder? Ach, drin ist drin. 8 zu Mana. Wir haben 8 Mana Wiederherstellung pro Sekunde. Hm. War jetzt nicht so intelligent, das reinzusockeln, glaube ich. Naja, sowas kann man nicht vorhersehen. Das ist alles random, der ganze Loot hier.
Kann ja mal passieren, ne? Bam! Ruhm. Euer Ruhm ist gestiegen. Und was ist jetzt Ruhm? Kann ich damit was kaufen? So wie Rufstufe? Was war das für ein Geräusch? Hier steht aber nichts rum, okay. Es. Meisterlich. Magma-Schaden. Verursacht 34. Okay, ja. Und ihr hält unsere Aufladung länger. Das möchte ich auch haben. Also das ist nicht schlecht. Für mich persönlich hält das dann länger an, baut sich schneller auf. Und dann machen wir währenddessen einfach viel mehr Schaden. So, jetzt hole ich nochmal die Zombies hier. Ach, das sind solche Dunklen. Alter, das... Die sprengen sich in die Luft. Deswegen sind die nicht da. Die machen Wumm. Okay. Das ist wie so ein Sprengstoff. Den man mitten in die Gruppe feuern kann. Okay. Dann geht's hier weiter. Bam, 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 bam. Zack. Zack. Na komm her. Immun gegen Feuer, oder? Explosiv. Gerade noch gelesen. Leute, wir machen dann hier jetzt mal Schluss und sind in der nächsten Folge dann direkt bei Torchlight 2 wieder dabei. Bis auf dahin, in der verderbten Gruft, Ebene 1.